And welcome back, folks! Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we had another encounter with the clown murderer, although this time he was dressed up as a pixie and he ran over Sean Fitzgerald, and nobody in this pub seemed to mind very much. So we are now a bit stuck. We still want to of course, get into the castle and find out what's that all about. But first we have to do some things here. First thing we're going to do is we're going to call Nicole. For no particular reason, but just to, see some dialogue. Allô, Collard, j'écoute. Nico? Wer spricht da? Ich bin's, George. Oh, hallo George, wo bist du? Ich bin in Irland. Und, wie ist es da so? Irgendwie verschlafen, noch eher wie im Koma. Hast du mit Pegram reden können? Ich habe ihn noch nicht ausfindig machen können. Ich dachte, ich rufe lieber erstmal bei dir an. Ist bei dir alles in Ordnung? Klar, mach dir keine Sorgen um mich, George. Irgendwelche Anzeichen von unserem Freund, dem Clown? Du scherzt wohl. Der hat doch noch nie etwas von Lochmarren gehört. So the dialogue is not really in sync with what has happened so far. Yeah, the game is not perfect in the sense, but... Okay, let us have another drink. Entschuldigung. Ja, Sir? Because that's probably going to help. Or will it? Hey, wie wär's mit noch einem Drink? Dasselbe nochmal? Servieren Sie Cocktails? Ich serviere alles, wenn das Geld stimmt. Nee, wirklich im Ernst. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitt's in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar? Können Sie sich das vorstellen? Pinball, Pickel und Popel. Okay, schon verstanden. Ich nehme ein Glas Stout. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, eh? So the dishwasher still works. I think we can do something about this, but as it also happens, I'm in fact an electrician. Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bier pumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Et voilà. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. We now have to fix the dishwasher. However, we are first of all going to steal the wire that this old man keeps pulling out of his pockets. So this was actually very simple. I mean, this puzzle. Yeah, I did some research before this recording because I don't just want to mumble ineffectually and fail to solve the puzzles and bore you all. Therefore, I'd made some little trial and error before this recording. So I know that you can get his wire if you're just quick enough. It's not, there's not much to it. Just be quick and then... Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. We now have a piece of wire. Now we need to repair this dishwasher. Eigentlich ist an der Spülmaschine nichts kaputt. So what exactly is the problem with the dishwasher then? Also,
Also was? Reparieren Sie nun die Spülmaschine oder nicht? Eigentlich ist an der... Let's look at it. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Well, we have a wire. Can we just use that on that? Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn! Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nichts. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. And now we have access to the cellar. Not that we would have any reason to go there, actually. Ziemlich blöde, hier eine Taschenlampe zu deponieren, in einem stockdunklen Keller. Die einzige Möglichkeit, hier überhaupt etwas zu finden, ist wildes Herumtasten. And, well, there's something that we can see. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Ich ziehe am Hebel und ein Bolzen verschiebt sich knarrend. Okay, this is quite literally a pixel hunt. But we have some mat. Is it empty, actually? Ah, it's... Yeah. I think the matchbox is empty anyway. Okay. Pull this lever. Maybe it opens. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. I don't see anything else. Yeah, there doesn't seem to be anything else that we can see. So let us go back up and... Well, try to see whether we actually opened the grate. So this grate there was locked before, and it should now be open. Aha! Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter, viel zu weit für einen Sprung. Oh. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend, etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Okay, that was quite a scary encounter with the killer. However, we did manage... Well, apparently... Well, maybe we did manage to fool him. Hopefully we did manage to fool him. We should warn McGuire. Definitely should do that.
Hey, McGuire. Was? We can't actually do that, maybe? Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Hast du den Mann schon... Mann, ist... It appears we can't really... Bis spät. Okay, Mist. Yeah, warn him. So let's just hope. He did keep his mouth shut and now the cellar... Can we just... No, we can't just jump down there. Es sind nicht etwa meine Nerven, die mich davon abhalten zu springen. Es sind meine verdammten Beine. Sie wollen sich einfach nicht bewegen. Yeah, we have no reason to jump down the cellar. But now it should hopefully be more illuminated. And in fact, now we know the reason why we should go down to the cellar. Because there we will find the packet that Jean Fitzgerald was supposed to deliver and that Khan the killer was looking for. Aha! There's something... It is in fact... Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener, blauer Stein. Als ich ihn aufhebe, wird mir bewusst, was für eine Faszination er ausüben kann. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares. Let's look at the gem. Ein großer blauer Edelstein. Die Taschenlampe des Barkeepers. Ja, me neither. Ich durchsuche die Putzsachen, finde aber nichts, was brauchbar gewesen wäre. There's a faucet we can operate. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. We could use the towel with the water, I suppose. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. We now have a soaked... Das Handtuch ist klatschnass. Towel. Okay, I suppose we could turn the faucet off. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Not much else here to look at. Ich versuche am Hebel zu ziehen, aber er bewegt sich nicht, solange die Falltür offen ist. Okay, we've got the gem. I suppose we can leave now. We have to repair the pump. Actually, wait. There should be a pump down there. Or is there? Ich durchsuche den. No, there doesn't appear to be anything down there. Let's talk to the barkeeper.
Entschuldigung. Ja, Sir? Let's actually show him the gem, because that would be an insane thing to do. Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Boah, ist der schön. Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn er echt wäre, was? Yes, Ich habe Ihre Taschenlampe gefunden. Das sehe ich. Behalten Sie die mal besser, bis Sie die Pumpen repariert haben. Okay, Danke. And when we come back, folks, we should try to find a way into the castle. Or maybe fix his pump. So until next time, folks, until then.